geht um ein besseres Leben. Selten so offensichtlich wie 2015 in Deutschland. Eine runde Million Menschen kommt. Auf der Flucht, auf der Suche nach etwas Besserem als Krieg, Angst, Armut, Perspektivlosigkeit. Über Verteilungsstationen landen sie in Zwischenstationen, die Erstaufnahmeeinrichtungen heißen. So wie diese in Rees am Niederrhein. Zu jedem Gesicht gehört eine Geschichte. Wie die der Brüder Erion und Elidon Bilali. Junge, alleinreisende Männer, wie viele hier. Zu dieser Zeit ist Elidon 18 Jahre alt. Am Anfang wollte ich wieder direkt zurückgehen, aber leider hatte ich meinen Pass, die Polizei hat meinen Pass weggenommen. Das war ein bisschen schwer, weil viele Leute da, muss man mit 8 Leuten in einem Zimmer schlafen, weißt du, mit Doppelbetten. Und mit seinem 3 Jahre jüngeren Bruder im Schlepptau. Er hatte die Angst voll zum Schlafen nachts. Und Eli hat mir so gesagt, bleib noch, weil wir kriegen das hin. Da war ich noch am Weinen, noch die ganze Zeit früher, wo ich gekommen bin. Der war auch 15, da muss ich richtig auf dem aufpassen. Aber haben wir gut hingekriegt. Der Plan geht so, Fußballprofi werden und hier bleiben. Damals haben wir in Albanien gelebt, 2004, und dann sind wir nach Griechenland gegangen mit meinem Vater und meiner Mutter und Bruder. Dann haben wir gelebt von 2004 bis 2012, 13, glaube ich, bin mir nicht sicher genau. Und dann sind wir zurückgekehrt nach Albanien, weil meine Mutter war krank mit Krebs. Und dann, sie ist leider gestorben 2015. Und dann, mein Vater hat uns verlassen. Und dann sind wir von Albanien, wir sind auch mal nach Griechenland, nur ich und mein Bruder. Und sind wir direkt nach Deutschland gekommen, weil wir haben im Fernseher gesehen, dass viele Leute nach Deutschland einreisen. Vielleicht haben wir eine Möglichkeit hier. Der Erstaufnahmeort in Rees war mal eine Drogenreha-Klinik mit dem Namen Horizont. Das klingt zwar ein wenig nach Traumland, aber man sieht eher Schicksale aus aller Welt vereint in Langeweile. Für viele Menschen ist es hier so die erste Stelle, wo sie auch mal durchatmen können, wo die Flucht zu Ende ist, wo sie nicht am nächsten Tag weiter müssen. Der Freizeitaspekt ist insofern wichtig, als dass Langeweile unser größter Gegner ist hier. Die Menschen haben nicht viel zu tun, wenn sie herkommen. Es gibt keine Schulpflicht, die können nicht arbeiten gehen, dürfen nicht arbeiten gehen. Insofern ist es natürlich wichtig, dass die was zu tun haben, um sich nicht zu langweilen. Und da haben wir den Herrn Tehart, der mit den Leuten rausgeht und Fußball spielt. Der FC Horizont hat ständig neue Spieler, denn kaum jemand bleibt länger als 3 Wochen hier. Heute sind die Bilalis dabei, Elidon soll zentral spielen. Es geht gegen den lokalen Kreisligisten. I saw the SV Rees first team last weekend. These positions are very important for you. Okay? Chris Terhardt war früher Polizist, wurde im Dienst angeschossen und hat umgesattelt. Jetzt ist er Freizeitpädagoge, ein 450-Euro-Job bei den Maltesern. Er hat eine kleine Fußballvergangenheit bei Fortuna Düsseldorf und jetzt eine große Gegenwartsaufgabe, den FC Horizont International. Von den Bilalis hält er viel. Sie sind ihm im Training schon aufgefallen. Es war vor allen Dingen für die damaligen Bewohner dieser Einrichtung eine super Sache, weil sie alle fußballbegeistert waren, alle wollten spielen, ob Talent oder nicht Talent. Und da die ganze Geschichte auch einen pädagogischen Hintergrund haben sollte, durfte auch natürlich jeder spielen. Das wurde niemand ausgeschlossen. Der angenehme Nebeneffekt war, dass sie natürlich durch die regelmäßigen Trainings und Spiele ausgepowert waren. Es gab weniger Stress in der Einrichtung und sie fühlten sich auch ernst genommen. Das ist auch ganz wichtig, ja, dass sie nicht das Gefühl haben, sie sind hier weggesperrt in einer Einrichtung und das ist es. Und dann wartet man schön 2 Jahre auf das Ende des Asylverfahrens. Aber man darf auch gerne gewinnen. Im Spiel gegen den SV Rees wird man sehen, ob da jemand dabei ist, der mit Fußball mehr kann und will als Spaß und Zeitvertreib. Elidon Bilali fällt jedenfalls auf. Hey,
Ja, ja. Ja, sehr gut. Hier ist du Mann. Oh, das Ding rein, Mann. Zufrieden bisher? Ja, grundsätzlich schon. Man kann aber auch sehen, dass unsere Spitzen noch nicht ganz richtig eingesetzt werden. Wir haben noch ein paar Probleme mit dem Zuspiel. Das ist noch zu ungenau, aber ich bin angenehm überrascht. Nehmen das schon sehr ernst, ne? Ja, natürlich. Das ist auch der gleiche Anspruch, den die Jungs haben und dem möchte ich dann auch gerecht werden. Es herrscht eine gewisse Aufbruchsstimmung beim Freundschaftsspiel in Rees und im ganzen Land. Der Trend ist, es ist gut, gut zueinander zu sein. Mit Riesenschlagzeilen starten die Bild-Zeitung und die Bundesliga eine Solidaritätsaktion. Man ist begeistert von sich selbst. Auch Politiker machen mit. Die Refugees Welcome Sticker schaffen es bis in den Bundestag. Aber die Fans in den Stadien durchschauen die Doppelmoral. Schließlich klang die Bild-Zeitung jahrelang völlig anders. Man nennt das ja Hype, was da drum entstanden ist. Das, auf diesen Zug wollten wir eigentlich nicht aufspringen. Die Gefahr dabei ist immer, dass man eben jetzt, wo die Öffentlichkeit da ist, viele Dinge macht. Viele kommen ins Fernsehen, stellen sich da. Und wenn diese Öffentlichkeit weg ist, dann veräppt das alles wieder. Man muss gucken, wo die Entwicklung hingeht. Labit! Jetzt fällt Katastrophe. Das war Elidon Bilali. Ja, das war Elidon Bilali. Was war's mit Rees? Die Bilalis werden umverteilt. Die neue vorübergehende Heimat liegt in Westfalen. In Kürze erreichen wir Rheine. Ein typisch deutsches Wort. Übergangsheim. Am Kammweg in Rheine. Wer hierher kommt, wird nicht bleiben. Von hier aus geht es irgendwann entweder endgültig rein nach Deutschland oder wieder raus. Die Bilalis haben klare Vorstellungen von der Zukunft. Germany is a very good place and we come here only to play football. I have only this to come to play football, not for asyl. My brother played with FC La Praga under 15 when he was in Albania. And he played striker. I played in the FC Tirana for 3 years. Before 3 years, I played in Greece, in Aris, FC Aris. Saloniki. Yes. And. I play midfield, offensive, attack, you know? Mm-hmm. I hope one day to play with Arminia Bielefeld. Für einen jungen Fußballer, der wie er Iniesta als Vorbild hat, ist ein Zweitligist aus Ostwestfalen ein erstaunlich konkreter Traumverein. Aber das liegt daran, dass er heute mit Christer Hart und seinem Bruder tatsächlich zusammen nach Bielefeld fährt. Probetraining. Zum dritten Mal schon 200 Kilometer hin, 200 Kilometer zurück für Christer Hart. Ein Freizeitpädagoge, der selbst keine Freizeit mehr hat. Aber in Bielefeld gibt es eine U21, die gerade in der Oberliga spielt. Elidon könnte dort eine echte Chance haben. Erion, Vorbild Neymar, ist noch zu jung für einen Vertrag. Flüchtlinge spielen vor. Da ist dann sogar der Pressesprecher dabei. Und da habe ich gedacht, Mensch, die muss man im Blick behalten. Das wäre schade, wenn so ein Talent einfach verkümmert. Und dann hat der Scout mir Scouting-Bögen zugeschickt, die habe ich ausgefüllt. Und das war dann die Grundlage dessen, zu sagen, okay, wir laden sie ein zum Probetraining. Der alles entscheidende Trainingstag wird natürlich dokumentiert. Für später mal. Bis hin zum Statement des Trainers.
klar nimmt man das alles, was im Moment hier in Deutschland oder Europa oder auch weltweit passiert, wahr und ist da natürlich auch interessiert. Aber bei uns in der Beurteilung der Spieler darf das natürlich im Endeffekt keine Rolle spielen. Mit der Sprache ist es schwierig, aber der Fußball hat ein Universalvokabular und vielleicht haut es trotzdem hin. So früh schon so nah am Ziel? Mit einem Vertrag bei der Arminia hätte Elidon einen Job und dürfte vorerst wohl mit seinem Bruder in Deutschland bleiben. Keine leichte Entscheidung. Es geht ja um Fußball hier. Was das letztlich in verschiedenen Fällen für Auswirkungen und Konsequenzen haben kann, die Fragen müssen Sie vielleicht der Politik stellen oder in andere Institutionen. Da sind wir dann letztlich nicht für verantwortlich. Es gibt keinen Vertrag. Das heißt erstmal warten auf die Rückführung. Das nächste sinnträchtige deutsche Wort, synonym für Traum, beendet. Hast du mal so Phasen gehabt, wo du gedacht hast, das schaffe ich nicht, zu viel? Nee. Habe ich nicht aufgegeben, einfach weitergemacht. It's gonna be a long way. It's gonna be rough. Rheine ist eine unauffällige Stadt mit Leuten, die einfach ihrer täglichen Arbeit nachgehen, wie Ralf Althoff und seine Hausmeisterkollegen. Das Glück für die Bilalis kommt über verschlungene Wege, weil Ralf Althoff sehr interessiert an Fußball und auch Trainer ist, bei Amisia Rheine. Ich bin beschäftigt als Hausmeister bei der Stadt Rheine für Übergangsheime. Wir haben also so eine dezentralisierte Unterbringung hier in Rheine. Unter anderem habe ich dann oben am Kammwich ein Haus gehabt, was ich betreue. Und irgendwann habe ich dann auch den Chris Derhardt kennengelernt und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich das natürlich total toll gefunden, wie er sich da engagiert mit Elidon, auch mit Arminia Bielefeld. Und dann habe ich auch mitgekriegt, dass das dann nicht funktioniert. Und da habe ich dann mal gesagt, ich sage, Elidon kann sich gerne mal auch bei uns fit halten. Und das haben wir dann auch gemacht und Elidon war beim ersten Training da, positiv aufgefallen. Die Jungs haben sofort gesagt, Ralle, den brauchen wir, den mach das mal und so. Ne? Bernhard Grothold ist zu dieser Zeit Geschäftsführer bei Arminia Rheine, zuständig für den Papierkram. Wir wollten ihn gerne am Spiel haben und wollten ihn auch gerne behalten, weil man da schon merkte, dass er durchaus Qualitäten hatte. Eine Win-Win-Situation. Eine Win-Win-Situation. Und es ist dann so, dass also dann die Probleme kamen, weil der ja schon volljährig war. Er hatte aber den Schutz, weil sein Bruder, der zum damaligen Zeitpunkt 15 Jahre alt war, noch minderjährig war. Und damit der Ältere hier ein Aufenthaltsrecht bekommt, musste er ein Praktikum machen. Das war die Voraussetzung, um dann später auch eine Lehre zu machen zu können. Und das Praktikum und auch die Lehre hat er bei unserem jetzigen ersten Vorsitzenden, Klaus Bönninghoff, gemacht. Kurze Wege im Verein. Kurze Wege im Verein, ja. Und so findet sich Elidon Bilali in einer Gewerbehalle wieder. Neu in Rheine, alleine mit der Alltagskultur deutscher Wohnzimmer. Ab 9,99 Euro. Ein erstes Gespräch in Deutsch. Was ist jetzt hier die Aufgabe? Was musst du genau machen? Eine Auftrag. Ja. Also eine bestimmte Zahl von Bildern oder ja, was? Ja. Von Bildern, ja. In the price. Hast du das schon drauf alles? Kannst du das schon? Ja. Macht Spaß? Ja. Gut. Der Beruf, den du jetzt so machst, hast du da vorher schon mal drüber nachgedacht? Nein, gar nicht. Kam einfach so. Ich habe akzeptiert. Einfach, damit ich hier bleiben kann und Fußball spielen kann und hat's geklappt. Ja, das ist eben das, wofür es dann eben Vereine da auf regionaler Ebene auch gibt und wofür wir auch stehen wollen. Da übernehmen wir gerne gesellschaftliche Aufgaben und das ist eben das, wofür die vielen Ehrenamtlichen eben auch alle arbeiten und was eben auch so ein bisschen wiedergibt, wenn man dann eben auch jungen Leuten was aufzeigen kann, wie es im Leben dann laufen kann und soll. Da ist ja noch das deutsche Asylrecht. Prägnant, präzise.
Amtsleiter Frank Wolf von der Ausländerbehörde in Rheine erklärt, warum Elidon als Albaner tatsächlich bleiben darf und nicht als Wirtschaftsflüchtling betrachtet wird. Ihr Schicksal wird für die Bilalis zum Glücksfall. Er ist jetzt mittlerweile im Duldungsstatus, aber er ist ja die einzige Bezugsperson für den Jüngeren. Die Mutter ist ja verstorben und der Vater unbekannten Aufenthaltsortes. Und sodass auch eine Ausreise nach Albanien für den Jüngeren nicht in Frage kommt. Sie gehören also zur verschwindend geringen Zahl der Albaner, die in diesem Jahr eine Duldung bekommen. Und jetzt gibt es plötzlich viele Konjunktive. Wenn er in 3 Jahren seine Ausbildung beendet hat, eine entsprechende Aufenthaltserlaubnis bekommen könnte, könnte er in 8 Jahren unbefristet bekommen und hätte damit, sag ich mal, seinen Aufenthalt definitiv gesichert. Sehen wir uns, ne? Ja. Bis Montag. In Rheine geduldet. Die Heimfahrt dauert 25 Minuten. Das Fahrrad haben die Mannschaftskollegen spendiert. Und die erste eigene Wohnung kommt von der Stadt. Erion und Elidon Bilali sind jetzt eine Kleinstfamilie auf 30 Quadratmetern. Was macht ihr so? Da ist ein Platz, Fußball. Wir gehen einen Tag in der Woche. Wir spielen Fußball, Training, so. Und die anderen Tage? Training. Fernsehen gucken, ja. Bleiben zu Hause. Aha. Also ihr habt ihr schon Freunde auch hier? Ja, deutsche Freunde. Ja? Ja. Woher? Über Fußball oder? Ja, über Fußball. In der Schule. In der Schule, ja. In der Overberg-Hauptschule in Rheine herrscht nahezu babylonische Sprachverwirrung angesichts zahlloser Nationalitäten. Alles verstanden? Aber in dieser Stunde geht es nur um Deutsch, um den Dativ und seine Präpositionen. Wo ist die Tasse? Die Tasse. Dativ. Erion, hast du vielleicht was? Die Blumen stehen auf dem Tisch. Super. Den Dativ hat Erion im Griff. Dreisprachig ist er jetzt schon. Weit gereist eben. Das ist eine Vorbereitungsklasse, bestehend aus 18 Schülern aus 10 Nationen. Natürlich ist das eine Herausforderung, ja. Zum Beispiel mit Erion konnten wir uns am Anfang auch auf Griechisch verständigen. Erion kann etwas Griechisch, ich kann etwas Griechisch. Jetzt nach 6 Monaten hat so eine positive Entwicklung genommen, dass das nur partiell gebraucht wird. Ja? Nur ab und zu muss ich noch ihm was auf Griechisch übersetzen, sonst braucht er das nicht. Ja? Ach ja, Fußball. Erion hat sich bei Eintracht Rheine angemeldet, dem größten Club der Stadt. Beim Auswärtsspiel in Wiedenbrück hat er Premiere für die U17. Okay, für die Standards. Ja. Kann er kommen? Einwechslung in Minute 60, Stand 0-0. Und trotz seines energetischen Auftritts bleibt es dabei. Kreisliga A Steinfurt am selben Tag. Bruder Elidon spielt mit der Amisia gegen den SC Reckenfeld. Natürlich von Anfang an. Gut, Junge. Maschine rollt! Maschine rollt! Es steht 8-2 und er legt noch einen auf. Oh Mann, was machst du denn da? Guter Mann, ja. Technisch begabt, ja, ist wirklich auch ein Kumpel. Also haben wir einen guten Fang mitgemacht. Elidon entwickelt sich sehr gut, auch in der Mannschaft. Deutschkenntnisse werden auch besser. Das ist ja das A und O hier in Deutschland. Ohne Deutschkenntnisse geht ja nicht viel.
Meine Frau kümmert sich dann um Erion, dass er in der Schule auch mit dem Deutschunterricht auch besser klarkommt. Wir treffen uns dann einmal in der Woche und wir lesen dann. Also er liest mir dann was vor. Wir haben uns ein Buch ausgesucht, die Stadtbücherei, haben ihm eine Karte besorgt und er liest mir dann Deutsch vor. Der Stürmer Erion ist inzwischen auch am Platz, im Gespräch mit den Töchtern des Trainers. Sind einfach, ich glaube, auch ein Stück weit reifer geworden durch diese ganze Geschichte. Und diese Unterstützung, die sie von allen Seiten bekommen, macht sie richtig stark. Sogar der Aufstieg für Amisia ist noch drin. Es ist kurz vor Weihnachten und die Bilalis sind angekommen. Anderthalb Jahre später steht in Rheine der nächste Umzug an. Um die Ecke der alten Wohnung. Wieder eine städtische. Ist noch nicht fertig eigentlich. Hier kommt noch eine Aspirator oder wie heißt das? Eine was? Das ist das, der Luft... Dunstabzugshaube. Genau, das kommt. Das ist aber auch ein schweres Wort. Ja, das sage ich besser nicht. Der zuständige Hausmeister ist immer noch Ralf Althoff. Trainer ist er nicht mehr, aber ein Freund ist er geblieben. Und er schätzt den Realismus der beiden. Ich glaube, die wissen ja auch zu schätzen, dass man das hier auch nicht in Deutschland nicht alles geschenkt kriegt, sondern auch ein bisschen was dafür tun muss. Die beiden Jungs haben tatkräftig mitgeholfen, alle so in Eigenregie. Material hat zum größten Teil die Stadt zur Verfügung gestellt, also Farbe, Tapeten, PVC. Und sonst? Wie hoch ist der Mietanteil? 132 Euro pro Person. So wie bei dem alten Wohnung ist auch das gleiche. Ich finde das cool. Ja. Besser als vorher. Wir haben jetzt eigene Zimmer. Weil er aufsteht 5 Uhr morgens, weil seine Arbeit geht los um 6. Textilmaschinenführer. Wieder so ein deutsches Wort. Erion Bilali arbeitet und lernt in einer Großweberei, die für Frottee-Handtücher bekannt ist. Handwerklich ist top. Also er hat eine bildliche Vorstellung von, wenn er was sieht, kann er gut umsetzen. Mit der Verständigung arbeiten wir dran. Fachbegriffe ist ganz wichtig. Wir machen so eine Art Memory-Spiel dann halt einfach. Foto, Begriff. Diese Kombination ist dann wichtig. Ein ständiges Zwiegespräch mit der Maschine, das ist nicht so lehrreich. Aber Schule hat er auch so immer noch genug. Berufsschule macht er noch. Bei Lernen fördern hat er noch einen Förderkurs. 2 bis 3 Mal die Woche sogar noch, also verstärkt. Und abends macht er auch noch sowas. Und halt den Deutschkurs ist noch. Ne? Und Fußball spielt nur eine untergeordnete Rolle. Außer am heutigen Tag. Erion ist mitgekommen an den Niederrhein nach Hönnepel-Niedermörnter. Es steht mal wieder ein Probetraining für Elidon an. Amisia Rheine soll nicht das Ende seiner Ambitionen sein. Das sieht auch Christer Hart nach wie vor genauso. Die Entwicklung war leider, muss man ja sagen, so, dass viele Probetrainings nicht so verlaufen sind, wie wir es uns gewünscht haben. Bei Rot-Weiß Aalen beispielsweise oder Preußen Münster. Und da ich wusste, dass in der Nähe meiner eigenen Heimat der Landesligist SV Höni für die neue Saison eine Verstärkung auf dieser Position benötigt, ja, habe ich mich da ein bisschen engagiert und umgehört. Und ich kannte den Schorsch Mirbis schon vorher und dann haben wir uns unterhalten. Und dann kam er hin zum Probetraining und ja, siehe da, er ist gewollt sozusagen. Erion spielt auch vor, aber er ist noch immer zu jung und darf Rheine nicht verlassen, solange seine Ausbildung noch läuft. Auf Elidon aber wartet eine neue Freiheit. Wenn alles klappt heute mit den Vertragsverhandlungen. Ich muss ja so reden und du musst ja für deine Leute reden. Ja. Das ist ja ganz normal. So weit, ne? Und trotzdem versuche ich natürlich auch realistisch zu sein. Und wenn ich jetzt sehe, welche Entwicklung der Elidon schon hat, da sollte vielleicht eine 7 vorne stehen. Nee, dann muss er gehen. Dann mache ich nicht.
Ja, dann sag mal anders. Fünf höchstens. Das ist nur ein bisschen wie das ist. Ja, länger fällen würde, wenn ich muss an meiner Seite aufpassen. Wenn er jetzt mal hier Fuß fasst und hat nach der Hinrunde, was weiß ich, 7-8 Tore, dann können wir darüber reden. Aber das weiß ich ja noch nicht. Ich habe ja noch die Katze im Sack. Ich sehe den jetzt das zweite Mal beim Training. Ich weiß nicht, wie ist der über den ganzen Platz, wie ist der, wie passt das, wie einer der Fischer spielt, dann sieht man. Ne? So, dann machen wir das so und reden in der Winterpause neu. Ja, das wollte ich ja sagen, das ist doch korrekt. Fußball gegen Geld. So sollte das von Anfang an sein. Oh, danke. Freue mich auf dich. Ne? Ich stelle dich mal hin. Ne? Alles Gute, herzlich willkommen hier in Höning. Okay? Aber das alles hat auch Konsequenzen. Jetzt muss ich umziehen, muss ich hier hinkommen. Er muss alleine bleiben. Es sind noch 2 Jahre. In der Reine. Muss man lernen, wie man alleine lebt. It's gonna be a long way. It's gonna be rough. It's gonna be lonesome. Anderthalb Fahrstunden voneinander entfernt leben sie ab jetzt. Auf dem Rathausflur in Rheine hängen ihre Fotos allerdings noch nebeneinander. Die Bilalis gelten als Musterbeispiel für gelungene Integration. Das letzte, was Elidon von hier mitnimmt, ist ein Dokument. Aufgrund seiner Ausbildungsduldung hat Elidon Bilali nach erfolgreichem Abschluss seiner Berufsausbildung einen gesetzlichen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für die Dauer von 2 Jahren, sofern er eine Anschlussbeschäftigung in seinem erlernten Beruf nachweist. Die hat er, und damit wieder so ein deutsches Wort, den Aufenthaltstitel. Das freut mich, sonst kann ich in Deutschland bleiben und ich bin nicht mehr geduldet. Elidon ist ab jetzt Fachlagerist bei der Spedition Hüffelmann in Rees, genau dem Ort, an dem er vor 3 Jahren in Deutschland ankam. Ein neuer Wirkungskreis. Rechtsrheinisch arbeiten in Rees, linksrheinisch wohnen in Kalka und Fußball spielen für Hönnepel und Niedermörmter. Für Gegenden wie diese wurde die Landesliga erfunden. Noch nicht ganz der Traum für Spielmacher. Ich bin eigentlich Zehner, habe ich früher Zehner gespielt. Aber seit ich in Deutschland bin, spiele ich immer außen. Du wolltest ja eigentlich mal Profi werden. Ja, aber das ist ein bisschen schwer, aber man träumt immer noch. Der Alltag bietet aber momentan Abstiegskampf. Wir spielen immer gut, aber das reicht nicht für 90 Minuten. Gegner Fichte Lindford ist heute schwer zu knacken. Ich spiel mal Frauenfußball. Außen! Außen! Dann auch noch das 0:1. Christa Hart ist immer noch regelmäßig dabei, aber Melissa Papri ist neu hier. Aus Elbasan in Albanien angereist ins Stadion an der Düffelsmühle, wo Elidon Bilali am Lindforter Schlussmann verzweifelt. Dafür muss es einen besonderen Grund geben. An der Niederlage ändert sich allerdings nichts mehr. So einfach kann man ein Spiel verlieren. Man kassiert einen unnötigen Elfmeter, nutzt die eigenen Chancen nicht und läuft dann zum Schluss in den Konter und das war's. Trotzdem alles nicht so schlimm diesmal. Denn dies ist der erste Sonntag, an dem Elidon das nicht mehr alleine verarbeiten muss. Es ist der 15. Oktober. Eine kleine Feiergruppe hat sich auf dem Marktplatz in Kalka versammelt. Der Anlass ist offensichtlich. Schon wieder wird ein Vertrag unterzeichnet, diesmal unbefristet, ohne Nachverhandlungen. Wir haben uns kennengelernt im Stadion in Albanien, war ein Freundschaftsspiel, Albanien U21. Und ich war da am Gucken, weil ihr Bruder war im Spiel, Torwart. Und ich habe sie geguckt, sie hat mich ein bisschen so geguckt und dann habe ich näher dran gesessen.
unser Handys, Telefonnummer getauscht und so und dann, ja. Illidan und Melissa lernten sich schon sehr früh kennen. Im Alter von 18 Jahren jedoch musste Illidan für sich und seinen Bruder Erion eine Entscheidung treffen. Außergewöhnliche, persönliche und familiäre Gründe zwangen sie dazu. Sie sagt, das war sehr, sehr schwer für mich und für uns beide, weil nur Telefonie und ohne nebeneinander zusammen sind und sowas ist scheiße. Eine Hochzeit, das ist das Familienevent schlechthin. Schwierig, wenn man keine eigene mehr hat. Die Leute, die ich eingeladen hier, sind alle, die zu tun mit meinem Leben in Deutschland gehabt haben. So viele sind das noch nicht. Und es gibt nur einen Menschen, der den ganzen Weg mitgegangen ist, bisher. Hast du jetzt Sorge, dass du mit deinem Bruder weniger zu tun hast, wenn der jetzt eine Frau hat, oder? Ja, dann muss ich selber kümmern. Muss ich selber alles machen, nicht mehr so viel Kontakt haben, nicht so wie früher. Jetzt ist ein anderer Typ, wenn er eine Frau hat. Das ist aber okay für dich. Ja, das war okay. Und du? Hast du auch eine Freundin? Freundin nicht, aber später, mit der Zeit, wird alles klappen. Also jetzt habe ich meine Ausbildung, Fußball, muss ich alles selber schaffen. Wenn Freundin kommt, dann ist alles Ende, alles kaputt, vielleicht bestimmt. Bei Hochzeiten werden Singles halt häufig besonders beäugt. Seit einem Jahr lebt Erion alleine, 140 Kilometer entfernt. 2020 ist das Jahr der potenzierten Einsamkeit. Corona-Pandemie, Ödnis überall. Es wird auch kein Fußball gespielt, eine Zeit des Leerlaufs. Jetzt muss ich joggen, laufen, fit halten. Ja, so dreimal in der Woche. Frühschicht, mal Spätschicht, immer wechseln. Und danach zu Hause, Ruhe, dann joggen, wieder dasselbe. Ich habe auch meinen Führerschein bestanden, also Theorie. Nächstes Jahr mache ich praktische Prüfung, hoffentlich bestehen und habe dann Führerschein, Auto. Dabei wäre dies sein erstes Jahr als Senior gewesen, als Stürmer bei Amicia Rheine wie sein Bruder damals. Auch in Kalkar ist die Pausentaste gedrückt für alles, was Spaß macht. Nur arbeiten geht noch. Zu Hause wartet Melissa. Auf der Arbeit ist alles okay bis jetzt. Gott sei Dank. Keine gute Arbeit, nichts, alles gut. Pandemische Zeiten. Am Fenster geht es um Melissas Zukunft. Nur als Ehefrau geduldet sein, das reicht ihr nicht. Was machst du jetzt im Moment hier? Psychologie, oder? Kannst du ja Deutsch, auf Deutsch. Nein. Psychologie. Was willst du machen in Deutschland? Ah. Dort bin ich Ausbildung, sie Educatorin. Mhm. Ja, sie sagt, wir sind jetzt am Suchen eine Ausbildungsplatz nächstes Jahr als Erzieherin für sie. Von Anfang an war uns klar, dass die Saison irgendwann abgebrochen wird. Das wusste jeder. Ich wollte ja noch ein Jahr bei Höhne spielen, ein bisschen Spielpraxis sammeln. Und dann, wenn ich das weiß, dass ich bin gut für Oberliga oder Regionalliga, dann wechsle ich sofort. Ich denke mal, ohne Fußball wäre ich nicht so weit gekommen in Deutschland. Aber
Mit Fußball habe ich auch viele Leute kennengelernt, zum Beispiel wie Christa Hart. Durch dem auch, ich bin auch dankbar zu ihm, werde ich auch dankbar sein, dass er mir am Anfang viel geholfen hat, weißt du. Aber seit Corona haben wir nicht mehr so viel Kontakt, weil ja, jeder irgendwann geht seine Wege. Ja, der ist auch momentan nicht so viel hier, ist auch viel in Kroatien wegen seiner Frau. Ja. So einige Freundschaften sind während der Pandemie zerbrochen. Diese auch. Die Rheinbrücke bei Rees ist ein Lieblingsplatz von Christa Hart und Partnerin Ankiza. Hier ist es schön. Alles andere lief seit Corona nicht so gut, nicht nur in Sachen Freundschaft. Der Kontakt ist ja fast sogar ein bisschen eingeschlafen, weil sie fordern immer weniger Hilfe ein. Eigentlich gar keine mehr. So, das ist für mich ein gutes Zeichen auf der einen Seite. So, sie sind angekommen, so wie es eigentlich immer geplant war. Sondern ist eigentlich dieser Integrationsgedanke, den können wir wegwischen, was diese beiden Jungs anbelangt. Das hat funktioniert. Am Ende des letzten Jahres verlor Christa Hart innerhalb von Minuten sein Augenlicht. Ein Glaukomanfall. 5% von seiner Sehkraft sind ihm geblieben. Der Schaden ist irreparabel. Irgendwann wird es komplett schwarz werden. Es ist eine schleichende Erblindung. Der kritischste Moment, irgendwo anstoßen. Das ist mir nämlich letztens passiert. Da habe ich die Wand angerempelt und dann ist mir die ganze Kaffeetasse runtergefallen. Und da fängt man an, sich zu hassen. So geht das an. Geht alles ziemlich ganz langsam. Das ist natürlich schwierig für jemanden wie mich, der eigentlich sehr ungeduldig ist. Das ist nochmal ein Lernfeld für mich. Auch den FC Horizont gibt es nicht mehr. Die Bilalis sind nur zwei von über 100 Spielern, die Christa Hart mit seinem Projekt ein Stückchen in die deutsche Gesellschaft gehievt hat. Einer, der Zuwanderung als Chance gesehen hat und nicht als Bedrohung. Die Zahl derjenigen, die heute als Flüchtlinge kommen, sind zu hoch. Das braucht eine Begrenzung der Zahlen. Wir wollen nicht überrannt werden mit offenen Grenzen. Wir müssen mehr abschieben, aber wir sehen ja, wie schwierig das ist. Wir müssen auch die irreguläre Zuwanderung begrenzen. Uns ist egal, aber eigentlich ist die Regierung selber schuld, wenn ich das sagen darf, weiß ich nicht, weil die akzeptiert jeden. In dem Fall waren wir auch damals, ich weiß es nicht, wir haben aber nichts dagegen. Wir haben nichts dagegen. In Deutschland herrscht große Aufregung. Während Elidon und Melissa Bilali sich am Niederrhein in aller Ruhe weiter integrieren. Jetzt arbeite ich seit 1,5 Jahren nicht mehr im Lager, sondern im Büro. Ich arbeite als im Kundenservice, mit Kunden besprechen, wenn eine Palette fehlt bei denen und wann angeliefert wird und so weiter. Ich arbeite in der Pflege und ja, ich wollte das machen, aber jetzt will ich das nicht mehr machen. Weil wenn ich mit den Leuten so viel bleibe, dann tut mir mein Herz weh, wenn ich die sehe jeden Tag, wie die alten Leute das Leben verlieren. Und das kann ich nicht haben. Ja. Ich werde gucken, was ich in Zukunft machen werde. Aber im Fußball ist Elidon fast am Ziel. Bezahlter Fußball. Er ist Vertragsamateur in der Oberliga beim FC Kleve. Hier steht für 26-Jährige überzeugt Woche für Woche. Allerdings als Linksverteidiger. Als Linksverteidiger kannst du marschieren nach vorne, kannst du Tore erzielen oder Tore vorbereiten und auch verhindern Tore hinten. Das macht mir auch Spaß. Pokalabend in Kleve. Gegner ist der ETB Schwarz-Weiß Essen, der den Pott 1959 sogar mal gewonnen hat. Dass das nochmal passiert, glaubt hier heute niemand. Aber theoretisch kann es jeder schaffen, nach Berlin ins Endspiel zu kommen.
Kleve und Linksverteidiger Bilali laufen einem 0:1 Rückstand hinterher. Unter den Augen eines alten Bekannten. Schorsch Mewes sitzt hier nicht zufällig auf der Tribüne, er hat Elidon hierher geholt. Wie damals in Hönnepel Niedermörnter. Hat eine hohe Meinung von ihm. Andere Südländer, die achten mehr auf Tralafiti, so ein bisschen Balli-Balli, aber er ist richtig konsequent, er hat die typische deutsche Tugenden, hat er. Kampf, Einsatz und Laufarbeit. Der spielt richtig gut. Ich bin stolz auf Elidon. Zur Hochzeit, da hat er mich eingeladen und dann habe ich immer alle 3-4 Wochen angerufen, wie es ihm geht, was seine Arbeit macht, was seine Frau macht und was sein Bruder macht, weil ich den Bruder habe ich eigentlich für ein größeres Talent gehalten. Der Linksverteidiger schafft es heute nicht nach Berlin. Das kann ja auch nicht alles klappen. Der automatische Säumer ist das Herzstück in der Näherei der Firma Dickhoff. Facharbeiter sind auch in Rheine schwer zu finden. Erion Bilali ist also ein begehrter Mann. Für die elektrische Säummaschine haben wir wenig Mitarbeiter, die sie bedienen können. Insofern ist es sehr gut, dass Erion sich da so eingearbeitet hat. Es darf ja nicht passieren, dass es zu Fehlstichen kommt, denn dann ribbelt das Handtuch auf nach der Wäsche. Und das macht er gut. Das ist eine coole Maschine. Sehr cool. Macht Spaß. Ist auch nicht so viel anstrengend. Weil wenn ich nachher zum Training gehe, dann fühle ich mich noch ein bisschen fit als Baustellearbeit oder so. Alleine in Rheine. Erion ist mal wieder umgezogen. Das ist die Wohnzimmer. 2 Jahre hat er gesucht. Schläft jetzt besser als in der Vergangenheit. Ist souverän im Alltag. Was kochst du so? Anfangs gab es immer nur Nudeln. Nudeln? Jetzt auch Suppen, ne? Kartoffelsuppe, Gulaschsuppe. Die Zeit läuft für ihn. Bald ist er hier lange genug in Lohn und Arbeit. Dann könnte ich auch einen deutschen Pass beantragen. Vielleicht würde, wenn es geht, mit Gesetze kenne ich noch. So. Und mit dem Fußball, wie läuft das so für dich? Momentan nicht so gut, weil ich habe manchmal Spät- und Tagschicht. Und wenn ich nicht eine Woche nicht beim Training bin, dann spiele ich. Ich spiele nicht einfach. Ich sitze auf der Bank. Das klappt nicht. Ich kann nicht zu Chef sagen, mach mir nur früh. Das ist schwer. Arbeit geht vor ein bisschen. Spieltag in der Kreisliga A Steinfurt. Auch Amisia Rheine ist umgezogen, spielt nicht mehr im Stadion von 2016. Aber die handelnden Personen, die den Bilalis damals über kurze Wege im Verein das Bleiben ermöglichten, sind fast alle noch da. Trotzdem klingt es nicht so, als ob sich so eine Geschichte wiederholen könnte. Wir haben im dreistelligen Bereich Neuanmeldungen gehabt, jetzt in den letzten 18 Monaten. Da sind ehrenamtliche Jugendtrainer natürlich auch irgendwann mal schnell an ihren Grenzen. Und unsere Mitgliederzahl ist im Moment, auch die Zahl der Mannschaften im Jugendbereich ist im Moment so hoch, dass wir tatsächlich auch über einen Aufnahmestopp reden müssen, weil wir die vielen jungen Menschen dann auch gar nicht mehr betreuen können. Auch gegen Fortuna Emsdetten sitzt Erion erstmal draußen. Aber als Amisia schließlich mit 0:3 hinten liegt, muss ein Unterschiedsspieler her. Und genau das ist hier gerade seine Rolle. 9 Spielen und Nummer 7 Erion Filmstar Bilali. Tatsächlich beginnt danach eine Aufholjagd, denn eigentlich ist er viel zu schnell für die Kreisliga. Zu schnell, Männer, zu! Aber die Wende im Spiel gelingt nicht mehr. Was soll's? Er hat schon andere Rückschläge verkraftet. Erion ist Realist, hat jetzt andere Ziele als großen Profifußball. Wieder mit dem Bruder zusammenkommen. Wie früher. Bei Kleve würde ich mit Elis spielen zusammen. Wäre sehr schön. Zusammenspielen, Traum.